das Geschehen passen die viereckigen Füße auf die weißen Figuren. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Bingo. Schachmatt natürlich. Sammy Stoppard, schauen Sie. Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senor Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcelos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich
Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senior Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Somit ist der Fluch der De Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui. Alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Sie müssen sehr stolz sein auf diese unglaubliche Sammlung von Bleiglasfenstern. Stolz ist eine Sünde, Monsieur. Aber es ist schwer, nicht ehrfürchtig zu ein exquisiter Beweis für das Genie des Künstlers. Was halten Sie von diesem Kelch? Der sieht aber sehr alt aus. Etwa so alt wie diese Kirche, würde ich sagen. Da scheint etwas eingraviert zu sein. Wirklich? Was steht denn da? Kann ich nicht sagen. Es ist sehr stark angelaufen. Wenn Sie gestatten, könnte ich versuchen, den Kelch etwas zu polieren. Ich verspreche, ich bin ganz vorsichtig. Das wäre zu liebenswürdig von Ihnen. Es wird nicht lange dauern. Schauen Sie sich so lange ruhig etwas um. Okay, danke. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt.